Hi, ich bin's wieder, eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Boah Leute, ich komme gerade vom Shooting. Ich bin 2 Stunden gefahren, 1,5 Stunden hin und 2 Stunden zurück. Hab noch 4 Stunden geshootet oder so. Ich bin so krass fertig, ne? Übrigens, dazu kommt auch nochmal ein Vlog online. Ich habe euch heute nämlich mitgenommen, also vergesst nicht mein nächstes Video. Ich weiß nicht, wann es online kommt, nächsten Monat oder so, online anzuschauen. Genau, ich glaube, nächsten Monat wird es online kommen. Es ist so ein Model-Vlog, aber kein normaler Model-Vlog, sondern ich nehme euch so den ganzen Tag mit. Ja, aber heute geht es ja nicht um einen Model-Vlog, sondern heute gibt es wieder ein neues Fashion-Video und zwar brauche ich eure Hilfe. Die meisten von euch haben ja wahrscheinlich mein letztes Video gesehen, wo ich über den K-Pop-Flex rede, dass ich in Frankfurt bin am Sonntag. Und das Festival ist in weniger als einer Woche und ich habe noch kein Outfit. Und ich will ja richtig schick aussehen und so. Und ja, deswegen muss ich jetzt meinen ganzen Kleiderschrank durchstöbern und schauen, was ich denn anziehen kann. Übrigens gehe ich auf das Konzert mit Cell und ich frage sie jetzt gleich, was sie anzieht, weil ey, ich habe echt keinen Plan, was ich anziehen soll, ne? Deswegen stimmt gerne unter den Kommentaren ab, welches Outfit euch gefällt. Ich will eure Meinung wissen, eure Meinung ist mir wichtig, deswegen kommentiert, was das Zeug hält. Und ich zeige euch jetzt meinen Kleiderschrank. 1, 2, 3, let's switch this up. Ey, ich glaube, ich habe euch noch nie meinen Kleiderschrank gezeigt, ne? Und ich muss auch sagen, der ist ein bisschen messy, deswegen sorry for that. Kommen wir bitte. Tada! Ja, ein bisschen messy, vor allem hier unten, weil ich hatte eigentlich hier so Regale, aber die sind abgefallen. Deswegen, ja, sieht es halt so aus. Das ist aber nur ein kleiner Teil von meinem Kleiderschrank. Die andere Seite ist auch noch voll, aber da sind eher so Jacken und Mäntel drin. Und hier habe ich noch 2 Schränke. Hey, ich habe so keine Ahnung, was ich anziehen soll, ne? Ich weiß nicht. Also, ich habe mir überlegt, vielleicht diese Cargo-Hose anzuziehen, was so voll K-Pop-Style ist und so, also K-Fashion ist und so. Warte, ich zeige euch die mal. Genau, also die habe ich einmal und dieselbe habe ich auch noch in beige. Und eigentlich ist hier so eine Kette dran. Das sieht auch voll fancy aus, aber ich habe keine Ahnung, wo die ist. Also, so sieht die aus. Hat auch so Taschen an der Seite. Ist eigentlich voll cool. Also, ich lege das mal als Outfit 1 hin, aber da fehlt ja noch das passende Oberteil dazu. Ich habe ein Oberteil, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu übertrieben. Das sieht so edgy-mäßig aus und ich bin ja eigentlich so ein bisschen girly. Hey Leute, seitdem ich hier eingezogen bin, habe ich glaube ich schon 10-mal meinen Kleiderschrank ausgemistet und jedes Mal waren da so fette Kartons und trotzdem finde ich hier nichts, ey. Ich check's nicht. Okay, ich habe es jetzt gefunden, aber ich kann es nicht anziehen, weil keine Ahnung warum. Das hat hier hinten so einen pinken Fleck, ey. Keine Ahnung. Aber eigentlich wird das voll cool aussehen mit der Hose. Oder sogar dieses T-Shirt, was ich gerade anhabe. Das wird auch passen mit der Hose hier. Was meint ihr? Ja doch, das passt eigentlich. Okay, dann lege ich das schon mal für das Outfit einzeln. So, jetzt habe ich mir noch ein Girly-Outfit rausgesucht, weil ich habe euch ja vorhin gesagt, eigentlich wollte ich so girlyhaft gehen. Und deshalb wollte ich so einen Rock kombinieren. Der hat auch so eine Safety-Shorts. Obwohl, ich muss sagen, der ist schon ein bisschen kürzer. Aber halt wegen der Safety-Shorts bin ich halt safe, ne? Der hat auch so Taschen an der Seite. Der ist eigentlich voll cute. Und dann würde ich das mit irgendeinem Oberteil, was ich auch nicht weiß, kombinieren. Entweder mit dem hier. Das ist halt so ein Oberteil, was man halt in der Mitte zusammenknöpfen kann. Oder sowas. Das ist auch cute, ne? Ja, das ist echt süß, oder? Oder halt fast dasselbe im Blau, aber ich weiß halt noch nicht. Und dann würde ich das Ganze entweder mit Kniestrümpfen kombinieren oder mit Overknees. Und die Sache ist, es kommen ja 40.000 Leute und mein Problem ist einfach, dass meine Overknees von Paul Green sind. Die haben über 200 Euro gekostet und ich habe halt mega Angst, dass da welche drauf treten, weil das wird safe passieren. Deswegen, ich weiß nicht, ob die mir ein bisschen zu schade sind. Ach ja, übrigens, ich habe die Kommentare durchgelesen zum K-Pop-Flex und da haben einige geschrieben, dass die mich unbedingt sehen wollen und wo ich denn genau sitze. Also ich habe euch ja gesagt, dass ich die Karten von Universal Music zur Verfügung gestellt bekommen habe. Danke nochmal dafür. Danke Universal, danke Sven und danke Nico, der uns begleiten wird an dem Tag. Auf jeden Fall haben wir eine eigene Loge und das ist halt sowas wie, ich will es nicht angeben, aber das ist halt sowas wie VIP. Nein, Spaß. Also wir haben eine eigene Loge und ich habe keine Ahnung, wo die ist. Also falls ihr es irgendwie herausfindet vor mir, da bin ich dann. Deswegen dachte ich mir so, okay, wenn wir eine eigene Loge haben, wird es bestimmt nicht so krass voll. Deswegen kann ich die Overknees anziehen. Aber dann müsste ich nochmal Nico fragen, weil ich habe echt Angst, meine Paul Green Schuhe anzuziehen. Naja, aber trotzdem lege ich das schon mal zur Seite. Und ich glaube, ich nehme dieses pinke Oberteil hier. Aber ich weiß nicht warum. Es ist an sich richtig pretty. Ich habe es damals online bestellt. Aus England so.
sogar und musste so viel Zoll zahlen, ne Leute. Der Laden heißt Meschki und ich muss sagen, die haben süße Klamotten, aber ey Leute, der Zoll war fast so teuer wie das Outfit und das Outfit war schon teuer. Ich glaube, ich habe 80 Euro für das und den Rock bezahlt, also 40 jeweils und plus den Zoll und das hat sich echt nicht gelohnt für den Preis. Also das war über 100 Euro und no, just no. Also wenn ihr da was bestellen wollt, damit ihr Bescheid wisst. So, ich überlege mal. Also ich habe so ein schwarzes Oberteil. Das ist nicht ein Oberteil, sondern das ist so ein Overall. Also Hose und Dings kombiniert. Wie eine Jumpsuit, sage ich jetzt einfach. Aber das ist halt zu simpel. Aber das ist halt schon süß und sexy. Aber das ist halt zu simpel. Ich zeige es euch mal. Ah, hier haben wir es schon. Das ist so cute. Ne? Ich habe damals in meinem TikTok zu euch gesagt, holt euch das. Weil das macht so... Okay, Bella hat keinen Bock mehr. Bella, sag mal hallo. Komm her. Bella, wir hallo sagen. Komm her. Na, hallo, komm mal da. Na, hallo. Hi. Hallo. auf jeden Fall habe ich euch damals gesagt, holt euch das, weil das ist so sexy und macht einen mega Body. Und der ist von Urban Outfitters und der hat, glaube ich, 40 oder 50 Euro gekostet. Und der ist halt mega, ne? Ihr könnt hier entweder alle Knöpfe zumachen oder ihr lässt halt so ein, zwei Knöpfe auf. Das sieht übelst sexy aus. Also Outfit Nummer 3 haben wir auch schon mal. Boah, Leute, ich habe gerade was gefunden, was mega K-Fashion-mäßig aussieht. Schaut euch das an. Die ganzen K-Pop-Stars ziehen ja immer diese Puffärmel an, diese Ballonärmel. Ich habe mir das damals geholt, die sind beide aus Zara und die hatte ich aber so selten an. Ich finde das auch richtig cute. Ich glaube, das lege ich mal zur Seite. Also das hier würde ich mit einer weißen Shorts kombinieren und das hier mit einer schwarzen. Ich suche seit einer halben Stunde ein Oberteil und finde es nicht. Ich bin kurz davor, in Jogginghose zu gehen. Ohne Witz, ich bin gerade so aggro. Kennt ihr das, wenn ihr das nicht sucht? Es liegt überall. Und wenn ihr es mal sucht, genau dann ist es weg. Komm, ich hatte es letztens erst angehabt. Ich check's halt nicht, wo es ist, ey. Okay, so nach 10.000 Jahren und 5 Nervenzusammenbrüche habe ich endlich das letzte Oberteil gefunden. Und es sind jetzt insgesamt 7 Outfits. Und die probiere ich jetzt für euch an. Ey, wenn ihr wüsstet, wie der Fußboden aussieht, ne? Okay, also das hier ist das erste Outfit. Und zwar habe ich das Oberteil ja, wie gesagt, angelassen. Und das ist die Hose. Ich glaube, ich muss die Kamera kurz einstellen. Okay, ich glaube, so ist es besser. Auf jeden Fall ist das die Cargo-Hose mit dem klassischen Oberteil. Es sieht cool aus, aber irgendwie, ja, ist halt ein bisschen schlicht, ne? Kommen wir zu Outfit Nummer 2. So, das ist mein zweites Outfit. Eigentlich hatte ich ja geplant, schwarze Overknees zu nehmen, aber das Problem mit dem Paul Green hat sich jetzt erledigt, denn ich habe mich dafür entschlossen, weiße anzuziehen. Die passt einfach viel mehr auf in dem Rock. Weißt du, was mich voll aufregt? Der Knopf hier, der geht die ganze Zeit auf, ey. Auf jeden Fall finde ich das Outfit richtig, richtig cute. Der Knopf ist wieder aufgegangen. Ich lasse es jetzt einfach. Das ist halt auch girly, wie ich es mag. Aber der Rock ist echt ein bisschen kurz, ne? Also ich muss es echt noch mit andeuten. Aber ja, ich habe ja die Safety Shorts. Genau, das ist das zweite Outfit. So, das ist das dritte Outfit. Ich habe beschlossen, damit auch meine weißen Overknees zu kombinieren und eine pinke Prada-Tasche. Und das sieht eigentlich ganz cute aus, aber findet ihr es zu schlicht? Also ich finde es eigentlich richtig, richtig süß, aber bei den Schuhen bin ich mir noch unsicher, weil ich weiß nicht, ob ich meine Air Force nehmen soll oder die hier. Ich habe halt Angst, dass wenn ich die Air Force nehme, dass es zu basic ist. Genau, das war das dritte oder vierte Outfit und das gefällt mir auch übelst krass. Und schreibt mir gerne unter die Kommentare, wie ihr es findet. So, das ist einmal das Outfit mit den Ballonärmeln, auch cute. Das habe ich auch einmal mit den weißen Boots kombiniert. Leute, trust me, holt euch weiße und schwarze Boots, dazu passt fast alles. Ich komme mal ein bisschen näher, damit ihr so die Details seht von den Puffärmeln. Und jetzt probiere ich noch das Schwarze an. So, das ist einmal das andere Oberteil mit dem Ballonärmel. Ich habe auch eine Shorts kombiniert, die ist aber ein bisschen edler. Die andere war ja so ein bisschen verspielter, die ist so ein bisschen Balmain-Style-mäßig. Auf jeden Fall habe ich passend dazu meine Overknees von Paul Green kombiniert. Passt eigentlich mega gut. All black everything dann. Okay, next Outfit. So, als vorletztes Outfit haben wir ein Kleid. Das erste Kleid, glaube ich, bis jetzt, der vorhin. Das zweite Outfit war ja nur ein Rock. Auf jeden Fall fand ich das Kleid an sich ein bisschen übertrieben. Deswegen habe ich noch so ein Oversize-Pulli bzw. Hemd drüber gemacht. Das Hemd gibt mir auch voll K-Fashion-Vibes. Das habe ich mir aus YesStyle, glaube ich, damals geholt. Finde ich auch richtig, richtig süß. Vor allem mit dem Detail hier an der Seite. So, als letztes haben wir ein Casual-Outfit. Und zwar ist das einmal so eine Ripped Jeans, Oversize.
mit einem engen Oberteil. Ich finde das eigentlich auch super cute. Also ich mag das voll. Ja Leute, Qual der Wahl. Ihr habt jetzt 7 Outfits von mir gesehen und ich bin immer noch mega unentschlossen, was ich anziehe. Deshalb Leute, schreibt mir gerne unter die Kommentare, was euer Favorit ist. Beziehungsweise ihr könnt es auch so machen, was euer erster Favorit ist, zweiter und dritter ist. Und ich bin echt gespannt, was ihr am schönsten findet. Ich werde auf jeden Fall davor die Kommentare abchecken und ihr werdet dann sehen, was ich anziehen werde in meinem nächsten Vlog. Ich werde natürlich beim K-Pop Flex für euch mitfilmen, weil so viele sich das wünschen und wie kann ich da bitte Nein sagen? Und ja Leute, das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe natürlich, dass ich einige von euch am Sonntag beim K-Pop Flex treffen werde. Darum hoch nicht vergessen, subscriben und TikTok, Instagram. Und Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal.